Up and at 'em, you lazy bastards! You'll sleep when you're dead. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent. Heute eine etwas kürzere Folge wahrscheinlich, damit ihr den Karfreitag noch schön genießen könnt. Und es gibt eigentlich momentan, ja, wie soll ich sagen, wir haben eine neue Season bekommen. Die Season des Bären ist vorbei, die Season der Elfen hat jetzt begonnen und wir haben keine Karten-Balancing-Änderung bekommen. Wie ich es mir schon gedacht habe, ich habe es ja auch schon mal angekündigt, dass wir wahrscheinlich keine Änderung kriegen werden. Der Grund hierfür ist einfach, dass wir am Ende wahrscheinlich noch am Ende des Monats das Challenger-Turnier haben, dass da wirklich Karten jetzt nicht unbedingt noch geändert werden, damit halt die Challenger da in Problematik kommen. Und ja, es gibt ein paar Karten, die sollten geändert werden, vor allem in Skoyatel. Wardancer ist momentan eine der, ich glaube, meist gehassten Karten, einfach weil er in dieses Coin-Flip-Abuse-Deck so richtig gut reinpasst und weil es einfach nur eine richtig ätzende Karte zu spielen ist. Obwohl er nur 3 Punkte hat, ist er momentan eine der stärkeren Karten, die es gibt. Und viele hätten sich ein paar Änderungen gewünscht, es kam keine. Und das ist auch für uns ein Problem. Wer uns vielleicht schon ein bisschen länger guckt, weiß, dass wir eigentlich versuchen, möglichst weniger einfach nur so Ranked-Spiele rauszubringen, sondern versuchen wirklich mehr Deckschmiede-Folgen rauszubringen, wo wir so Decks vorstellen. Da wir jetzt aber wirklich im 3. Monat sind mit demselben Meta, ist es wirklich harsch, momentan für uns ein bisschen Decks zu finden, die wir noch so zeigen könnten. Wir haben immer noch unsere Konter, also wo wir Tipps geben, wie man gegen gewisse Decks spielen kann. Die werden wir auch noch weitermachen. Aber so von den Decks her ist es momentan wirklich, dass da wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen wird. Und das tut uns halt leid, aber wir können es nicht ändern. Wir versuchen halt noch so ein bisschen, oder ich versuche, ich bin ja jetzt momentan alleine, weil Julia ist genau wegen diesen Drögen, wegen diesem Drögepass hat sie momentan eine Pause gemacht. Ich versuche noch weiterhin irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass man so ein bisschen vorstellen kann, Decks vorstellen kann. Ich versuche noch weitere Decks zu finden. Mir schweben noch ein paar Ideen vor, aber es wird wahrscheinlich diesen Monat wahrscheinlich mehr Ranked-Spiele geben als Konter- und Deckschmiedefolgen zusammen. Und das, ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich würde es ganz gerne ändern. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, okay, ich stelle jetzt alle paar Wochen oder alle 2 Tage oder alle 3 Tage stelle ich ein Deck vor, was dann absolut nicht funktioniert, was absolut nicht spielbar ist, was vielleicht ganz lustig zu spielen ist, aber was im Ranked absolut versagt. Und das will ich mir halt wirklich verkneifen. Ja, aber was ich versuchen will zu ändern ist, ich will mehr, wie soll ich sagen, YouTube-Exklusiv-Content machen mit den Gwent-Folgen. Ich habe ja sonst jetzt die letzten Tage immer so ein bisschen die Stream-Aufnahmen genommen, bin damit aber selber nicht so zufrieden. Alleine Stream ist ganz anders als zu zweit zu streamen, das heißt, es wird so ein bisschen weniger geredet, ich versuche ein bisschen mehr nachzudenken. Und das andere Problem ist auch, dass, naja, wie soll ich sagen, es ist weniger ein Problem, aber wenn ich halt jetzt wirklich eine Folge für YouTube aufnehme, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt 15 Minuten, diese Leute sehen jetzt halt diese 15 Minuten und in diesen 15 Minuten kann ich halt reden, wie ich will. Also ich kann dauerhaft in diesen 15 Minuten durchreden. Wenn ich jetzt allerdings einen Stream habe, so wie letztens, der 4 Stunden geht, kann ich nicht in diesem 4 Stunden Gwent-Stream einfach so dauerhaft durchreden, wie ich es in den YouTube-Videos mache. Also wenn ich ein YouTube-Video mache, kann ich wirklich mehr reden, als wenn ich streame. Und von daher denke ich mal, dass es angenehmer ist, wenn man vielleicht doch so ein bisschen mehr Rederei mit diesen Folgen dabei hat. Ich versuche es halt wirklich mehr YouTube-Exklusive zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffen werde. Es kann auch nochmal sein, dass es vielleicht ein bisschen Streamaufnahmen gibt. Aber die Streamaufnahmen werden dann größtenteils gecuttet. Ich habe jetzt so ein bisschen rumgeschnitten, wo wenig gesagt wurde und wo nichts gespielt wurde. Also ich habe möglichst nur die Spielzüge rausgenommen aus den letzten 2 Folgen. Aber ich versuche es halt wirklich, wie gesagt, jetzt mehr für YouTube selber aufzunehmen. Und das ist halt gerade nicht angenehm. YouTube ist momentan, wer es nicht mitbekommen hat, für Content Creator ein bisschen komisch. Also teilweise werden bei uns Videos gar nicht richtig auf YouTube gerendert. Teilweise werden diese Videos gar nicht richtig angezeigt manchmal. Und das ist halt wirklich ätzend, wenn du dir jetzt die Zeit nimmst und sagst, okay, ich mache jetzt ein Video ganz speziell für YouTube und dieses Video ist dann einfach nur für die meisten nicht auffindbar oder für die meisten gar nicht sehbar. Und es ist halt einfach, ich weiß es nicht. Seitdem YouTube diese Monetarisierung umgestellt hat, dass die
YouTuber unter 1000 Abonnenten halt keine Werbung mehr schalten dürfen, kommt es einem so vor, als wenn ihnen diese Content Creator auch komplett am Arsch vorbeigehen. Weil wenn du kein Geld für die Plattform bringst, dann bist du der Plattform irrelevant, dann machen wir Faxen teilweise mit deinen Videos. Und das finde ich halt wirklich schade. Das kann aber auch ein allgemeiner Algorithmus, ein allgemein komischer Algorithmus gerade sein, weil es gibt auch andere, ich sag mal größere YouTuber, die schon irgendwas bemängelt haben, aber ja, was es nun ist, ich weiß es nicht. Es ist natürlich immer sehr schade, wenn man sich halt die Zeit nimmt, für YouTube ein Video zu machen, wo man so ein bisschen redet und dann wird es im Prinzip gar nicht angezeigt. Sie haben jetzt auch gesagt, dass wenn man bei YouTube wirklich jedes Video angezeigt haben will, soll man die Glocke deaktivieren. Das Abo zeigt nur manchmal die Videos an. Das ist halt auch der größte Quatsch, den die momentan da rausbringen. YouTube ist einfach leider die einzige Möglichkeit, so gut Videos ins Internet zu stellen. Es ist aber nicht die beste Möglichkeit gerade aktuell. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Naja, gut, das ist halt, was wir versuchen, diesen Monat ein bisschen durchzubringen. Wie gesagt, ich versuche mehr YouTube-Exklusiv-Content zu machen, wo ich ein bisschen mehr rede. Das ist, glaube ich, für die Leute, die nur YouTube gucken können oder wollen, angenehmer als die, die auch versuchen, auf Twitch zu gucken. Ich werde trotzdem weiterhin noch alleine Livestreams machen. Und ja, mit der Season, was jetzt auf uns zukommt, müssen wir mal gucken. Pavel Bursa hat auf jeden Fall getwittert, dass er nächste Woche, wahrscheinlich nach Ostern, eine Map vorstellen will, wie es dieses Jahr mit Gwent weitergeht. Wahrscheinlich, wann die erste Erweiterung rauskommt, wahrscheinlich, wann Thronebreaker rauskommt und höchstwahrscheinlich, wann Gwent den Open-Beta-Status verlassen wird. Und ja, Mitte diesen Monats oder Mitte April sollen jetzt ja auch noch die ganzen Artworks für die noch nicht animierten Karten nachgeliefert werden. Ich bin gespannt. Uns bleibt nur zu hoffen übrig. Ich werde auf jeden Fall, wenn diese Chart rauskommt, diese Roadmap für 2018, nochmal ein kleines YouTube-Video darüber machen. Aber ansonsten, momentan ist nicht viel mit Talk oder mit Deckschmieden voll. Ich habe es ja leider schon mal gesagt. Ihr kennt den Grund. Ich kann es leider nicht ändern. Und das Einzige, was mir jetzt bleibt, ist zu hoffen, dass der Gegner es nicht schafft, mit zwei Karten über uns rüberzukommen. Ja. Es ist auch momentan wirklich so auf der Leiter, dass man viele Leute sieht, die jetzt nicht wirklich so die T1-Decks spielen, die so ein bisschen, abgespacede Varianten sehen. Ne? Also was haben wir schon alles gesehen? Ich habe schon einen Schub-Monster-Deck gesehen, also ich habe schon zwei Schub-Decks gesehen und ja, die Leute versuchen halt selber dadurch, dass man nicht immer dieselben Decks spielen will, so ein bisschen nachzukommen. Ich hoffe, der letzte Neckar stirbt auf jeden Fall noch. Wir haben noch einen Neckar an Deck, ich glaube, damit rechnet er nicht und das könnte uns den Hintern retten. Ja. Ja, 6 Punkte. Man sollte normalerweise nicht gegen Axeman eine lange Runde spielen, aber bei Neckern geht's noch. Es hat gereicht. 13 Punkte, da kann der letzte Neckar noch. Okay, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Schöne Feiertage noch. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.